Hey Leute, also ich habe eben die Kamera von Becky genommen und es ist gerade morgens. Wir wollten zusammen die Pause-Challenge machen. Ich weiß noch nicht mal, ob sie sich schon fertig gemacht hat. Auf jeden Fall wollte ich sie damit überraschen. Ja, ich muss gerade ein bisschen leise reden, damit sie mich nicht hört. Okay, seid ihr bereit? Oh, du machst dich gerade fertig? Dankeschön. Okay, Becky, du machst dich ja gerade fertig. Oh, du hast deinen Eyeliner noch nicht fertig gemalt. Darf ich dich schminken? Ich denke mal schon, oder? Du bewegst dich ja eh nicht. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Farbe. Dankeschön. Jetzt gucken wir mal, ob ich überhaupt malen kann. Oh ja, kann ich. Play. Wow, du siehst wunderschön. Das war doch wasserfest. Ich kann mal durchschminken, Mann. Sie ist wunderschön. Oh mein Gott. Ist ja für ein Mann. Sieht voll schön aus. Ja, so gehe ich raus, Lan. Genau. Mm, alles klar. Guck mal, wie es aussieht. Guck mal. Wow, das Bett ist echt kuschelig. Das sieht so scheiße aus. Lukas Timo rum, weil du mich verarschen würdest. Becky. Hallo? 6,5 Stunden später. Wir, du hast wieder irgendwas vor. Nein. Wie? Ich hab nichts vor. Einfach nur in Ruhe. Meine Haare glätten. Was passiert eigentlich, wenn du so bleibst? Gehen deine Haare kaputt? Die Haare rein ab! Oh mein Gott! Könnt ihr es sehen, Leute? Pink! Okay, ich sollte lieber aufhören, oder? Okay, play! Was ist passiert? Leben deine Haare noch? Das ist braun! Was? Digga, das ist braun! Haare sind braun geworden, oder? Trockener! Alter, du guckst meine Haare ab! Hau ab, Mann! Hau ab! Nein! Nein, hau ab damit! Jo Leute, was geht? Ich bin Sarah Becky und ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und einer neuen Challenge mit Lan. Und wir machen zusammen dieses Mal nämlich die Pause-Challenge mit dieser Game Master-Fernbedienung, die ich noch habe. Jeder hat abwechselnd mal die Fernbedienung über 24 Stunden und darf, wann immer er möchte, Pause drücken, egal was man macht. Lan hat das ja direkt ausgenutzt, deswegen kriegst du noch das zurück, Mann. Ich sag's dir, du kriegst es noch zurück. Wegen ihr habe ich jetzt einen Fleck in den Haaren. Danke. Bitteschön. Ja, ich freue mich total darüber. Nicht. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr eine weitere Pause-Challenge sehen möchtet. Schaffen wir 30.000 Daumen nach oben, dann gibt's die nächste und ich würde sagen, es geht ab. Lan, du bekommst es zurück. Du bekommst es sowas von zurück. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ja, ja. Ich kann jetzt gerade nicht so laut reden, aber Lan ist, glaube ich, gerade in die Küche gegangen und da sie mir heute Morgen eine ausgewischt hat, kriegt sie das jetzt zurück. Vielleicht können wir sie nämlich bei etwas erwischen und einfach mal dann auf Pause drücken, wenn es ihr am unangenehmsten ist. Okay, mal gucken, was sie gerade macht. Wow. Ha! Erwischt! Pause! Pause! Ja, Lan, du kannst es gleich mal sauber machen hier. Oh mein Gott. Warum machst du hier alles schmutzig? Schäm dich! Drück sofort auf. Kannst gleich putzen. Drück sofort auf. Hey, Lan! Was ist das? Deine Socken! Okay, weiter. Das ist deine Rache wegen heute Morgen. Das kannst du jetzt sauber machen. Nee, du machst das, Lan. Nein, du machst das. Pause. Hör auf zu labern, Lan. Du machst das jetzt sauber. Diese Sauerei hier. Weiter. Meine Socken werden nass. So lollo, ey. So, wir gehen jetzt was erstmal frühstücken. Und zwar gehen wir mal hoch. Ich hoffe, bei McDonald's gibt es noch Frühstück. Und ja, mal schauen, ob wir was finden. Hast du auch Hunger? Ja, ich habe wirklich Hunger.
so Hunger. Wo ist Mackis? Zweites Erdgeschoss. Das ist nicht hier, oder? Second Ground Floor. Ist es hier? Doch. Ja. Echt? Ja. Wirklich? Ja, das ist da vorne. Pause. Hallo? Was? Bye. Hallo? Viel Spaß noch. Was? Du gehst da hoch. Warte, du solltest runter. Ups. Okay, Becky ist oben. Aber sie sollte runter. Ich glaube, wir müssen es anders machen. Sie geht jetzt ganz nach oben. Sie soll noch runterkommen. Kommt sie noch? Hä, was ist los? Komm schon, Fahrstuhl, komm runter. Bleibt sie jetzt da oben stecken? Oh mein Gott. Doch, sie kommt wieder runter, Leute. Oh. Unten. Ich glaube, sie sollte wieder hochkommen. Ich glaube, das ist ihr bestimmt peinlich, weil... Habt ihr vorhin Becky gesehen? Die sah richtig komisch aus. Richtig lustig. Sie kommt wieder. Oder? Kommt sie? Sie ist irgendwo unten. Ganz unten. Und... Sie kommt wieder. Tada. Was? Sie ist wieder oben. Hä? Ich hab mich gedrückt. Was soll das? Echt peinlich. Will dieser Fahrstuhl mich verarschen? Ich habe die ganze Zeit gedrückt und Becky sollte schon längst hier sein. Was? Sie geht wieder hoch. 2000 Jahre später. Ich habe Hunger. Das sie. Okay, Play. Komm raus, ich hab Hunger. Erstmal hat die mich weggedrängelt, ja? Okay. Dann hat die mich komisch angeguckt, weil ich meinen Mund offen hatte und so. Und das war ohne Ende peinlich, Mann. Ich dachte, was ist los mit mir? Und die dachten, ich bin voll asozial, weil ich keinen Platz mache. Ja, wow, wegen dir haben wir das Frühstück verpasst. Es gibt kein Frühstück mehr. Jetzt müssen wir uns was anderes suchen. Du kriegst das noch zurück. Wie die Fernbedienung. Sie darf nicht die Fernbedienung bekommen. Wie oft bin ich überhaupt an dir vorbeigefahren? Gefühlt 10 Mal. So, wir haben jetzt was zum Frühstücken gefunden. Endlich mal. Und ja, Lan gönnt sich gleich eine ganze Bowl. Tolles Frühstück. Ich habe so ein Sandwich und Lan hat gleich eine ganze Bowl. Und Lan, Pause. Du musst so bleiben. Und ich werde jetzt essen. Viel Spaß. Bis dann ist dein Essen kalt. Ja, mich sollte man nicht, wenn ich hungrig bin, einfach den Fahrstuhl hoch und runter schicken. So, Lan, ich werde jetzt essen, so einen riesen XXL-Sandwich in warm. Ich frage mich, wie lange du das wohl durchhältst. Was, wenn ich erst morgen wiederkomme? Bis hier geschlossen ist. 20 Minuten später. So, Teller leer. Lan ist immer noch dabei, auf Pause zu sein und sabbert hier rum. Okay, wollen wir mal nicht so sein. Wahrscheinlich ist ihre Bowl jetzt kalt, aber weiter. Warum komm? Ja, Lan. Wahrscheinlich ist es jetzt kalt, oder? Ja, leider kalt. Man schmeckt immer noch. Okay, wir sind gerade auf dem Spielplatz und ich habe Bock zu schaukeln. Ich stelle euch erstmal ab. Oh mein Gott, was ist das für eine Schaukel? Okay. Und jetzt? Becky! Kannst du mir helfen? Kannst du mich anschubsen? Ich kann nicht alleine schaukeln, oder was? Nein, guck doch mal, wie das aussieht. Warte mal, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die wollen wir so sitzen bleiben. Ja, ah, das tut voll weh. Ich glaube, wo war? Geh ganz hoch. Wir haben hier ein totes Mädchen auf dem Boden. Hallo. Ja, toll. Wie geht es dir? Die Sonne blendet mich. Hat es wehgetan? Ich fühle mich verletzt an meinen Händen. Okay, okay. Play. Oh, Alter. Ich habe schon jetzt irgendwelche Spinnen im Haar. Oh, guck mal, ist voll schmutzig geworden. Wie asozial ist das denn? Oh, du bist doch assi, ne? Das hat voll viel Spaß gemacht. Ja, genau. Was machen wir jetzt?
Ich habe keinen Bock mehr auf Spielplatz. Trau dir nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Du bist dreckig. Warte, warte. Okay, Lan weiß gar nicht, was ich jetzt vorhabe. Sie hat nämlich voll Bock gerade auf Eis, aber ich werde es ihr versauen. Ich bin so fies. Aber sie bekommt es zurück. Und Lan, hast du ein schönes Eis jetzt geholt? Ja. Wollen wir uns hinsetzen? Sagen wir, setzen uns hier schön in die Sonne. Ein bisschen Sonne tanken. Und ich würde sagen. Hä? Nee. Was soll ich dann an deinem Eis lecken? Aber ich würde sagen, weil du das Eis so sehr genießt, ich drücke jetzt einfach mal auf Pause. Ja, ich würde jetzt sagen, in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit gehe ich einfach mal spazieren, oder? Ich meine, hier ist der Park. Ich könnte mal eine Runde spazieren gehen, Lan. Dich einfach so sitzen lassen hier. Okay, wir wollen mal nicht so sein. Weiter. Pause. Es tropft. Es tropft. Lan, ich gehe jetzt wirklich spazieren. Ich komme dann einfach wieder, bis das Eis komplett geschmolzen ist. Du kannst gar nicht mit mir reden, ne? Das ist richtig schön gerade, Lan. Du kannst dich nicht beschweren. Wir gehen eine Runde spazieren und gucken mal, wie weit dann das Eis ist. Okay, Lan. Tschüss. Tschüss. Sie tut mir schon ein bisschen leid. Sie hat sich so sehr auf ihr Eis gefreut. Sie meinte doch, es ist so warm. Aber sie war nicht besser. Sie war echt nicht besser. Bekommt das alles noch zurück. Ja, wir sehen uns einfach später. Und dann schauen wir mal, wie es Lan so mit ihrem Eis geht. Ich sehe irgendwie Lans Eis nicht mehr. Lan, wo ist denn dein Eis hin? Hast du heimlich dein Eis gegessen? Warte. Yo! Lan ist so richtig fest. Okay, machen wir mal weiter. Du Arsch. Guck mir meine Hand an. Was ist das? Deine Eiskugel ist runtergefallen, oder was? Becky bestellt sich gerade einen Saft. Lecker Chicken, Käse. Becky? Pause. Ich darf ja weiter bestellen, ne? Für dich? Ich werde die Bestellung gerne aufnehmen. Hi. Hi. Nur Jalapenos bitte. Nur Jalapenos? Ja. Musst du drauf? Bitte mehr. Ja, gerne. Try it. Ein bisschen mehr noch? Ja, du. Okay, das reicht. Hot Sauce. Ja, ist das die schärfste Soße? Ja. Okay. Dankeschön. Play. Du schaffst das schon, das schmeckt bestimmt. Dann gib ich dir mal einen Cookie, nur dass du das abkühlen kannst, okay? Siehst du, du bekommst sogar einen Cookie. Ja, aber du hast mein ganzes Zeug versaut, Mann. Ich hab extra Chicken Teriyaki genommen und was machst du drauf? Nur Jalapenos und Chili-Soße. Ernsthaft, Lan? Das kannst du selber essen. Niemals. Du musst jetzt durch. Oh, zeig mal. Doch schon nach purer Jalapeno. Oh mein Gott, ich bin schon richtig warm. Ich bin schon richtig warm. Na? Schmeckt's? Ist es wirklich scharf? Bist du rot? Na? Wie ist es? Du bist doch still. Sag was. Das war so scheiße. Pause. Was? Brennt? Du schwitzt auf der Nase. Play. Na, wie fühlst du dich? Jetzt habe ich das zum Mitnehmen mitgenommen. Weil es so scharf ist, Lan. Was soll der Scheiß? Ich wollte einfach nur mein Chicken Teriyaki Sub essen und du versaust mir es. Nur Jalapenos. Und noch mehr. Oh ja, noch mehr. Mein Mund brennt wie Sau. Ich habe versucht, das Ding zu essen, aber ich schaffe das nicht. Pause. Weißt du was? Du brauchst gar kein Trinken. Ich nehme das einfach mit. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Du siehst echt bescheuert aus. Warte mal. Okay. Becky, wie geht es dir? Scheiße. Ist immer noch scharf? Ja. Play. Oh mein Gott. Pass aber auf. Sie dreht durch. Hey, Becky. Nein.
Becky! 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 Soll ich auf Pause drücken? Hey, mir ist gerade was aufgefallen und zwar Lans Schuh ist auf. Ich dachte mir, ich könnte das... Ja, mir ist heiß. Mir ist richtig heiß, Lan. Ich filme nur so ein bisschen die Stadt so. Damit die Leute sehen, wie schön Hamburg ist, Lan. Egal, was ich gerade sagen wollte ist, Lans Schuh ist auf und ich dachte mir, ich sag ihr Bescheid, dass ihr Schuh auf ist. Dann geht sie wahrscheinlich runter, macht den zu und dann drücke ich auf Pause. Mal gucken. Genau, in der Menschenmenge bringt die Leute auf die Palme. Vor allem jetzt, wo so viel los ist. Lan, übrigens ist dein Schuh auf. Ja, schon die ganze Zeit. Okay. Pause. Tschüss, Lan. Tschüss. Die Leute denken jetzt schon, ich filme dich nur, wie du deine Schuhe zubindest. Nervst die Leute schon. Was soll das, Lan? Schäm dich. Wieso nervst du die Leute? Okay, play. Meine Beine tun weh. Hallo, das ist Sport. Einfach voll Aufmerksamkeitsgeil. Alles klar. Lan, schäm dich. Du willst... Die U-Bahn kommt gleich. Okay. Und dann fahren wir zurück. Und ja, mal schauen, was wir dann noch machen. Ja, zu Hause chillen. Auf dem Sofa oder so. Ah ja, die U-Bahn kommt. Scheiße, die U-Bahn kommt. Du sollst die Tüte halten. Nee, schon okay. Lan, du bleibst schön hier. Was? Pause. Was? Tschüss. Ich hol dich in ein paar Stunden wieder ab. Oh nein. Ich glaube, damit hat Lan überhaupt nicht gerechnet. Tschüss. Okay, wir lassen jetzt mal Lan einfach ein paar Stunden da stehen und mal gucken, ob sie da immer noch stehen wird. Ja, ich werde jetzt nach Hause fahren. Ich habe sowieso noch Tüten, die ich wegbringen muss. Also ja, mal schauen, ob sie da wirklich steht und nicht gekidnappt wird von irgendjemandem oder heimlich weggefahren ist. Ich weiß gar nicht, ob das hier war, aber ich werde mal eben schauen. Lan müsste ja noch da stehen. Lan ist hier auf jeden Fall nicht. Also scheint wohl das falsche Gleis zu sein. Ich werde mal bei einem anderen gucken. Ich glaube, sie ist bei dem anderen. Und? Wie steht es sich so? Mein Fuß tut weh. Du bist ernsthaft hier stehen geblieben. Okay, mach mir mal weiter. Danke. Danke. Meine Füße tun weh. Weißt du das? Meine Beine, meine Füße. Hallo, ich bin gerade gerannt, okay? Mir ist verdammt warm. Bist du gar nicht? Doch, ich bin gerade gerannt. So ein bisschen, für ein paar Sekunden. So, mittlerweile haben wir es 23.03 Uhr und Lan möchte jetzt gleich schlafen gehen. Sie meinte, sie ist schon müde. Wir haben nur Fernsehen geguckt und ja, sie ist jetzt gerade im Bad und macht sich fertig. Und ich dachte mir, da die Fernbedienung hier so liegt, ich werde einfach mal auf Pause drücken und sie vom Schlafen abhalten. Mal gucken, ob sie durchdreht oder nicht. Sie wird wahrscheinlich so sauer sein. Keine Ahnung, ich werde den Moment abpassen und in der Nähe vom Badezimmer stehen und wenn sie rauskommt, drücke ich auf Pause. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade hören könnt, aber Lan putzt sich gerade die Zähne. Ja, wenigstens kann sie sich noch die Zähne putzen, bevor ich sie nicht mehr schlafen lasse. Ich bin so fies. Ich stalk hier voll rum. Mal gucken, wann sie fertig ist. Ich werde mich gleich auf jeden Fall woanders hinstellen, sonst kriege ich die Tür hier gegen den Kopf oder ich fall um. Aber ich werde jetzt nicht so viel labern, sonst hört sie. Hallo Lan, Pause. Okay, gute Nacht. Du kannst jetzt gleich so schlafen gehen. Nein. Du hast dich wenigstens Bett fertig gemacht, so. Du hast wenigstens deine Zähne geputzt und jetzt kannst du so schlafen. Es ist kalt. Ja, eine lange Hose hast du ja wenigstens an. Shirt. Also es könnte schlimmer sein, Lan. Also ich glaube, du hast es schon ziemlich warm hier. Nein. Okay, ich werde jetzt schlafen gehen und du bleibst hier, ja? Wir sehen uns dann morgen. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Ja, eine Legende besagt, dass Lan wahrscheinlich niemals mehr schlafen wird. Ich bin so fies. Ja, vielleicht lasse ich sie irgendwann mal schlafen. Ich weiß es nicht. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen möchtet. Und vielleicht eine extremere Variante. Sprengt unbedingt den Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und aktiviert die Glocke, weil da wisst ihr immer Bescheid, wann ein neues Video am Start ist. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr am fiesesten fandet. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!
armes Lan. Armes Lan. Ob ich sie wohl schlafen lasse? Lan steht da immer noch. Hallo Lan. Los, zwei. Stehst du so wie an Geburtstag? Ich wünschte, ich könnte dich die ganze Zeit hier so stehen. Weiter. Ach, danke.